Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle D. Ich bin zertifizierte Kartenlegerin, vergleiche auch mit der Numerologie, mit der Astrologie und auch manchmal mit dem Human Design System. Jetzt haben wir das Dreitages-Orakel vom 10. bis zum 12. Mai 2018. Ist ein generelles Orakel, kann auf dich zutreffen, muss aber auch nicht immer. Für eine persönliche Session bitte ich dich, mir einfach zu schreiben. Da kannst du mir einfach per WhatsApp, per Facebook oder per Mail schreiben und ich informiere dich zuallererst über alles und danach kannst du entscheiden, natürlich, wie es weitergeht oder ob es überhaupt weitergeht. Also der erste Kontakt ist wirklich absolut unverbindlich. Zum Zweiten, ich bin auch Sängerin und Musikerin und mache auch Musik und bei jedem oder bei fast jedem Video, welches ich rausbringe, gibt es auch immer einen Song am Ende vom Film. Also entweder ein Musikclip, welchen ich selbst produziert habe, etwas mit Band oder einfach was am Klavier, immer irgendwas anderes. Ja, also es lohnt sich einfach dabei zu bleiben und bis zum Schluss zu schauen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier in den 3 Tagen ja so los sein könnte. Und wir haben hier die Königin des Feuers. Das ist einmal eine sehr feurige, selbstständige Frau, die genau weiß, was sie will, auch eine gute Intuition hat und vor allen Dingen auch intuitiv und auch mit gesundem Menschenverstand, aber auch mit sehr viel Feuerleidenschaft, ja, so ihr viel Ziel fokussiert und einfach alles tut. Im Grunde genommen, was erforderlich ist, ja, auch keine Arbeit scheut, um wirklich ans Ziel zu kommen. Ne? Das kann auch eine Karte der Bewegung sein, eine Karte, des Feuers eben. Ne? Das ist eine Feuerkarte, Königin des Feuers. Also auch sämtliche Aktivitäten, ob es nun sportliche Sachen sind oder irgendwie arbeiten. Ja, einfach Aktivität und wirklich Initiative ergreifen. Ja, ist halt einfach eine sehr, sehr willensstarke Frau. Und was sie sich so in den Kopf setzt, das kann die auch erreichen. Die Feuer. Karten haben so ein bisschen den Nachteil, sage ich mal, oder so ein bisschen die Tendenz, Dinge anzufangen, aber vielleicht nicht immer ganz zu Ende zu bringen, ja, weil einfach vielleicht so viel Leidenschaft ist für verschiedene Projekte. Die Königin des Feuers ist da aber reifer und hat sich da schon so diszipliniert, kann man sagen, ja. Ich glaube, die kann auch ganz gut unterscheiden zwischen dem, was ja, so spontan ihre Leidenschaft beflügelt und was aber auch dauerhaft ist. Und ich glaube, das ist eine ganz gute und reife Energie hier für die 3 Tage. Ob du nun diese Frau bist oder so eine Frau kennenlernst oder einfach diese Energie das repräsentiert, ich denke, es ist auf jeden Fall gut. Okay? Dann haben wir die Welt. Ja, das kann gut sein, dass es sich hier vielleicht um Auslandsaufenthalte handelt oder um Menschen aus dem Ausland. Wenn du ein Mann bist, kann es gut sein, dass du im Internet oder so ja, ausländische Frauen hier kennenlernst und vielleicht auch dir überlegst, irgendwie da eine Beziehung einzugehen oder ihr lernt jemanden im Urlaub kennen. Ja? Leute, die vielleicht im Ausland leben, ich meine, wir sind ja heute vernetzt, ja, es gibt Facebook, es gibt verschiedene Foren, es gibt nicht nur Datingseiten so, nicht nur diese blöden typischen Datingseiten, Frau aus Russland oder sowas, das meine ich überhaupt nicht, ja. Wenn man jetzt so denkt, so, du lernst jemanden irgendwie im Ausland kennen, dann kriegt man gleich so einen Gedanken vielleicht auch, ja. Also ich lache, Leute, darum geht es nicht. Also wir sind halt ja alle so super vernetzt im Moment, ja. Ich meine, wir können ja auch irgendwie uns zu verschiedenen Themen im Internet von mir aus austauschen und da interessante Leute kennenlernen. Also es muss nicht immer gleich sowas sein, ne? Aber einfach die Chancen sind gut. Leute, die irgendwie entweder weiter weg wohnen von dir oder tatsächlich halt echt weiter im Ausland, da kennenzulernen, mit denen ja vielleicht auch Projekte voranzubringen, ne? Oder auch Dinge wirklich wahr werden zu lassen, weil das ist ja eine Karte der Tat, Frau Königin des Feuers. Okay? überhaupt ist so die Welt auch die Erfolgskarte. Also ich glaube, du kommst deinem Erfolg hier sehr nahe. Sehr erfolgreich in allem, was du eigentlich willst oder wirklich die entsprechenden Schritte in die Richtung, ja? Dann haben wir noch die 9 des Wassers, also ihr werdet hier auch auf jeden Fall das Leben genießen, vielleicht auch einfach sehr viele Leute kennenlernen und viel kommunizieren und so, ja? Ja, 9 des Wassers ist wirklich einfach Genuss. Der 10., ich weiß gerade nicht, vielleicht geht es hier auch langsam so aufs Wochenende zu, wie auch immer. Also es kann auch gut sein, dass ihr auch einfach mit Freunden und Leuten, die ihr mögt, irgendwie auch eine coole Zeit erleben könnt. Ja, ich finde es ein ganz schönes Orakel. Übrigens, sämtliche Kartendecks, die du in meinen Filmen siehst, und ich habe mittlerweile immer mehr so Kartendecks, ich liebe sie, ich sammle sie auch ganz gern, ja. Die kannst du auch unten bei Amazon bestellen. Also da hat es eine Liste unten und ich habe
die Kartendecks so ausgesucht, dass die preislich nicht zu Buche schlagen, sondern auch wirklich preislich gut zu bezahlen sind. Also ich shoppe für dich, so wie ich für mich shoppe. Ja, also ich würde halt auch nur Kartendecks bestellen, die von der Qualität und vom Preis her top sind und so. Und das sind solche Links. Das Einzige, was da halt an Kosten hinzukommen würde, wäre einfach der Versand. Aber das hast du ja dann auch überall, wenn du eben was bestellst. Also das wäre das eine. Da könnt ihr euch unten alles anschauen. Wir haben auch, also die Webseite von mir ist unten, auch sämtliche Kontaktdaten, ja, falls du Lust hast, dich zu informieren wegen einer Beratung. Das hier sind meine eigenen Orakelkarten und die zeichne ich im Moment selbst. Die stelle ich auch immer mehr vor in meinen Filmen. Da kannst du auch immer mal, wenn du abonnierst, dann siehst du nämlich auch die ganzen Entwürfe oder auch fertige Bilder. Hier müsste ich hier und da doch noch mal was zeichnen und noch ein bisschen was verbessern, korrigieren. Aber im Grunde genommen wird es ungefähr so sein wie jetzt dieses Bild. Die werden wunderschön, wenn sie aus dem Druck kommen. Ja, also natürlich, die werden von der Größe auch kleiner, damit man sie auch gemütlich, also bequem mischen kann, gemütlich, bequem mischen kann. Ja, die werden glänzen, tolle Kontraste werden es sein. Ne? Also das ist ja jetzt auch noch mal, das sind echt die Entwürfe. So, genau, also da könnt ihr auch dabei bleiben und die werden dann fertig, wenn es eben Zeit ist für sie, ne? So, jedes Kunstwerk braucht ja immer so seine Zeit. Ja, meine Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Anschauen, Liken, Teilen und fürs Abonnieren. Ja, erzähl ruhig weiter, dass ich diesen Kanal habe. Würde mich auch sehr freuen. Ich danke euch sehr für sämtliche Buchungen in letzter Zeit. Also es war wirklich sehr, sehr viel und da freue ich mich sehr darüber. Und vor allen Dingen auch, ja, für die Kunden und Kundinnen, die auch immer mal wieder gern zurückkommen. Ja, also das macht mich ganz besonders stolz und froh, dass ihr mich dann auch immer mal wieder aufsucht, wenn noch in der Zeit auch mal wieder irgendwas ist oder eine Frage aufgetaucht ist. Dankeschön, das war eure Michelle D. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Song. Bye. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about. There's no love song finer but how strange the change from major to minor every time.